Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Einladung nach Saarbrücken. Ich bin nach der Erfahrung von 2014, wo wir eine sehr spannende Diskussion hier hatten, sehr gerne wieder zu Ihnen gekommen. Eigentlich hätte es ein Doppeljubiläum geben sollen. In Robert Musils Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« beschließt der Mathematiker Ulrich 1913, für ein Jahr Urlaub vom Leben zu nehmen. Doch von seinem Vater überzeugt, bewirbt er sich bei einem einflussreichen Beamten um eine Stelle, auf der er ein ganz besonderes Doppeljubiläum vorbereiten soll. Denn das 70-jährige Thronjubiläum von Kaiser Franz Josef und das 30. Regierungsjahr Kaiser Wilhelms II. Fallen auf das Jahr 1918. Es sollte anders kommen, im Roman wie in der Wirklichkeit. Scheiterten Robert Musils Protagonisten der sogenannten Parallelaktion an der Aufgabe, eine universelle, integrative Idee in die Praxis umzusetzen, weil sie nur noch spezialisierte Lebensbereiche darstellten, so fielen in der realen Dynamik der Jahre 1917 und 18 die drei kontinentaleuropäischen Monarchien in Russland, in Deutschland und in Österreich-Ungarn dem Krieg zum Opfer. Und auch das Jahr 1919 stand im Schatten krisenhafter und gewaltsamer Übergänge. Vom Krieg zum Waffenstillstand, von Monarchien zu Republiken, von begrenzter politischer Teilhabe zur Praxis der Massendemokratie in freien Wahlen, von Friedenskonferenzen zu Friedensverträgen, von multiethnischen Imperien zu einer neuen Staatenordnung, von überkommenen Ismen zu neuen radikalen Ordnungsversprechen nach außen und innen, von europäischen Perspektiven auf eine Friedensordnung als ein Gleichgewichtssystem zu einem globalen Umbruch, in dessen Konsequenz sich die Gewichte, die Erwartungen und die Positionen von Regionen und Gesellschaften weltweit verändern. All das machte aus dem Weg vom Krieg in den Frieden eine Schwelle des 20. Jahrhunderts, deren Erbe bis in unsere eigene Gegenwart reicht. Was aber kennzeichnete diese Erfahrung und was kennzeichnete nicht zuletzt den deutschen Weg über Compiègne im November 1918 nach Versailles im Juni 1919? Und warum wirkte diese Erfahrung so nachhaltig nach? Und mehr noch, wie verändert sich eigentlich unser Blick, wenn wir nicht durch die Linsen von 1933 oder 1945 auf diesen Übergang von Krieg und Nachkrieg in den Frieden blicken, sondern aus der widersprüchlichen, aus der multipolaren Offenheit des Moments. Darum, meine Damen und Herren, soll es heute Abend gehen. Am 2. August 1914, ganz zu Beginn des Weltkriegs, hatte Ernst Troeltsch, Professor der Theologie an der Universität Heidelberg, eine bemerkenswerte Rede gehalten. Diese Rede war weit mehr als ein Beitrag zum Patriotismus der Stunde, zum sogenannten Kulturkrieg der Intellektuellen und zu den sogenannten deutschen Ideen von 1914, die man gegen die französischen Ideen von 1789 ausspielt. Der Krieg werde, da war sich der Heidelberger Theologe sicher, alle überkommenen Sicherheitsversprechen, alle auf Rationalität beruhenden sozialen und politischen und staatlichen Ordnungsstrukturen des 19. Jahrhunderts radikal in Frage stellen und damit auch die Basis bürgerlicher Kultur. In dieser Rede hieß es, Zitat, so zerbrechen auch uns heute alle rationellen Berechnungen, alle Kurszettel und Kalkulationen, die Versicherungen, die Zinsberechnungen, die Sicherstellungen gegen Unfälle und Überraschungen. Der ganze kunstreiche Bau unserer Gesellschaft hat aufgehört und über uns allen liegt das Ungeheure, das Unberechenbare, die Fülle des Möglichen. 4 Jahre und 6 Monate später, im Frühjahr 1919, beobachtete Troeltsch als aufmerksamer Zeitgenosse in Berlin die dramatischen Zeitläufe. Kriegsende und Revolution, das von ihm im Juli 1919 so genannte, Zitat, Traumland der Waffenstillstandsperiode und die vielfältigen Hoffnungen, die sich mit der Friedenskonferenz in Paris verbanden. Seine Spektatorbriefe sind ein einzigartiger Kommentar zu einer verdichteten und beschleunigten Zeit. In ihnen rang
Strölsch immer wieder darum, die Komplexität und die Unübersichtlichkeit, das Nebeneinander der Ereignisse und Probleme zu ordnen. Und so zog er im Februar 1919 eine erste Bilanz der Deutschen Revolution vom November 1918. Einerseits setzte Strölsch ganz anders als 1914 jetzt seine Hoffnungen auf das, was er, Zitat, den guten Kern des Sozialismus und das auch durch keine Restauration aufhaltbare Drängen zur Demokratie nannte. Andererseits erkannte er die Tragweite der durch Krieg, Reparationen und Demobilisierung ausgelösten wirtschaftlichen Krise. Und auch die internationale Entwicklung erschien Strölsch denkbar unsicher, wobei er, vielleicht wie wenige andere Zeitgenossen, die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen, den Durchbruch zur Massendemokratie und Massenkultur und die Bedingungen eines globalen Kapitalismus mitreflektiert. Die Gegenwart, sie erschien ihm charakterisiert durch, Zitat, viele unsichere Rechnungen von der Entwicklung des Völkerbundes und der Weltrationierung der Rohstoffe sowie von der Gestaltung der Lohnverhältnisse bis hin zu neuen Tarifverhandlungen und einer neuen Massenkultur. Angesichts der Gleichzeitigkeit, des Nebeneinanders, ja, der Verflechtung der Ereignisse formulierte Ernst Strölsch im ersten Spektatorbrief im Februar 1919 ein Leitmotiv dieses ganzen Jahres. Zitat, die ganze Welt wird anders, aber es ist noch lange nicht aller Tage Abend. In diesen beiden Sätzen formulierte Strölsch ein Nebeneinander von Veränderung, Beschleunigung und offenem Ausgang. Diese Prozesse, da war er sich sicher, ließen sich nicht mehr auf jene europäischen Staaten und Gesellschaften reduzieren, die 1914 in den Krieg eingetreten waren. Die Offenheit der historischen Situation, man könnte sagen, ein Element des Fluiden, war zu einem globalen Phänomen geworden. Und Strölsch beschrieb diesen Moment nicht zufällig als ein Traumland zwischen dem Ende des Krieges und vor den ausformulierten Friedensschlüssen von 1919. Also als eine Phase der großen Erwartungen, die der Krieg mit jedem Monat, mit jedem Jahr, man könnte sagen mit jedem Opfer akkumuliert hatte, als ein Forum überspannter Hoffnungen, die sich schon jetzt kreuzten, verknüpften und überlagerten und auch im Begriff waren, sich an der Realität konkurrierender Interessen und Ideologien zu brechen. Am Ende des Krieges schien die Offenheit des Übergangs, der Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft, zu einem globalen Phänomen geworden, den auch der Soldat Paul Klee in einer Zeichnung mit dem Titel Der Komet von Paris markierte. Diese Zeichnung zeigte einen Seiltänzer mit einer Balancierstange auf einem unsichtbaren Seil über dem Pariser Eiffelturm zwischen Himmel und Erde, um seinen Kopf ein Komet mit Schweif und ein weiterer in Form eines Davidsterns. In dieser Metapher steckte eine aufschlussreiche Botschaft, nämlich das Nebeneinander von Faszination und Schrecken, von Entzücken und Bedrohung, eben jenes Mysterium Tremendum et Fascinans, das der deutsche Theologe Rudolf Otto 1917 als den eigentlichen Kern religiöser Erfahrung charakterisiert hatte. Übertragen auf Paul Klees Zeichnung von 1918 stand neben dem Glück der Zukunft, der erfahrenen Offenheit, dem berühmten freien Wunsch beim Blick auf eine Sternschnuppe, zugleich die Angst vor einem Meteoritensturz auf die Erde, dessen Zerstörungskraft leicht außerirdische Dimensionen annehmen konnte. Die Deutschen erfuhren dieses Nebeneinander in ganz besonderer Weise. Der Simplicissimus vom 31. Dezember 1918 zeigte einen nackten, dürren Michel in einer Winterlandschaft. Dieser Michel erinnerte die Deutschen an die schmerzvolle Ambivalenz der neu gewonnenen Freiheit, die in der Gleichzeitigkeit von Belastung und Offenheit, von Hunger und Umwälzung, von Entbehrung und Emanzipation wie ein Kondensat dieses ganzen dramatischen Jahres 1918 wirkte. Und das eine schien ohne das andere undenkbar. In dem Gedicht unter der Zeichnung hieß es: Nun bin ich frei von Kleidern und Stoffen und Glauben und Hoffen, von Handel und Kaufpartei, von Möbeln und Betten und Strafen und Ketten, von Religion und Klerisei, von Schinken und Würsten, von Gold und von Fürsten und bitterer Tyrannei bin ich jetzt frei.
Nun bin ich frei von Arbeit und Streben und ruhigem Leben, von Zucker und Fett und Ei, von Eisenbahnwagen und Glück und Behagen und Vaterlandspartei, von Freunden und Stützen, von Ruhm und Geschützen, von Mitteleuropa-Geschrei bin ich jetzt frei. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen den Weg zum Versailler Vertrag und darüber hinaus in 5 Punkten, wenn Sie so wollen, anhand einer kleinen Reise und einiger kleiner und größerer Geschichten, man könnte auch von Vignetten sprechen, vorstellen. Ich möchte beginnen mit einem Blick darauf, wie die Menschen in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus, das Ende des Krieges wahrgenommen haben, weil in diesem Ende des Krieges viel von dem steckt, was sich leitmotivisch bis Versailles und darüber hinaus fortsetzen wird. Dann möchte ich auf diesen besonderen Moment des Juni 1919 blicken und ich werde Ihnen versuchen darzustellen, welche enorme Bedeutung nicht wie 1918 im November erhofft das Recht und die Rationalität, sondern im Gegenteil die Politik der Demütigung und besondere Emotionalisierung eine Rolle gespielt haben. Und dann möchte ich, wenn man so will, auf die Auseinandersetzung mit dem Erbe dieses Versailler Vertrags blicken, bis hin zu einem kleinen Ausblick, wo ich über die Kosten nachdenke, die es mit sich bringt, wenn man diesen Moment von 1918-19 eben nur aus dem Rückblick, sei es 1933, 39 oder 45, denkt und plädieren für die widersprüchliche Offenheit dieses Moments, der in vieler Hinsicht belastet war, aber der die deutsche wie auch die europäische und die Weltgeschichte nicht determiniert hat. Also erstens, wie dieser Krieg zu Ende geht. Im Januar 1918 war sich der deutsche Soziologe Max Weber ganz sicher. Alle Lebensbereiche würden von der Grundfrage berührt werden, Zitat, wie dieser Krieg zu Ende geht. Und meine Damen und Herren, so war es. Das galt zunächst für das Verhältnis von Form und Inhalt des Kriegsendes. Die tradierte Form eines Waffenstillstands, gefolgt von einem Vorfriedensvertrag mit allgemeinen Bestimmungen, um die Kampfhandlungen zu beenden und dann auf einer allgemeinen Friedenskonferenz Details in ausführlichen Verhandlungen zu klären, diese tradierte Form wurde im Oktober und November 1918 bereits durchbrochen. Der Waffenstillstand von Compiègne vom 11. November 1918, er erhielt bereits zahllose Elemente symbolischer Demütigungen und er stand für eine neuartige emotionale Aufladung der Politik. Dies, sowie die bewusst inszenierte Asymmetrie zwischen Siegern und Besiegten, sollte die politische Kommunikation der kommenden Monate bestimmen, indem den Besiegten, das galt für alle Besiegten, nicht nur für das Deutsche Reich, zu keinem Zeitpunkt ein offizielles Forum für Verhandlungen eingeräumt wurde. Etwas, was diese Pariser Friedenskonferenz grundlegend von anderen Friedenskonferenzen und Kongressen der neuzeitlichen Geschichte unterscheidet. Max Webers Frage nach dem Wie zeigte sich bei den Siegern wie bei den Besiegten. Bei den Siegern, denn die konkrete Ausgestaltung der Waffenstillstände band sie im Blick auf die bevorstehende Friedenskonferenz. Sie schränkte ihre Handlungsspielräume bereits lange vor der Eröffnung der Konferenz am 18. Januar 1919 ein. In der Haltung vieler Politiker und Staatsmänner offenbarte sich im Oktober und November 1918 eine ausgesprochene Kontinuität des Kriegshabitus, etwa im permanenten Verweis auf Entschlossenheit, auf Durchhaltewillen und notwendige Nervenstärke. Das machte es schon jetzt so schwierig, auch nur die geringste Konzession zu gewähren, stellte sie vielmehr unter den dauernden Verdacht einer Charakterschwäche, eines Verrats an den unzähligen Opfern des Krieges. Und es erklärte den Zusammenhang zwischen inhaltlicher und symbolischer Härte des 11. November 1918, die Aufrechterhaltung der Blockade gegen Deutschland als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, genauso wie die von dem französischen Marschall Foch erzwungene formale Bitte der Deutschen um einen Waffenstillstand als eine demonstrative Geste der Unterwerfung. Der Charakter dieses Kriegsendes wirkte sich in besonderer Weise auf den deutschen Umgang mit dem Waffenstillstand nach dem Entzauberungsschlag aus, nachdem der bis zum Schluss offenscheinende Ausgang des Weltkrieges
seit September 1918 in die konkrete Niederlage umgeschlagen war. Die radikale Alternative dem verlorenen Staatenkrieg, so etwas wie eine Levée en masse, einen Volkskrieg innerhalb der Grenzen Deutschlands folgen zu lassen, diese radikale Alternative hatte, wie ich meine, eine emotionale und eine rationale Dimension. Sie beleuchtete vor allem die von vielen Deutschen ehrlich empfundene Verzweiflung, dass ein über 52 Monate währendes Ringen mit so vielen Opfern nicht umsonst sein und in einen solchen Waffenstillstand münden dürfe. Der befürchtete Gewaltfrieden kam in dieser Perspektive einer Entehrung der Nation gleich. Es war aber kennzeichnend, dass die militärischen Spezialisten in den wirklich entscheidenden Momenten auf deutscher Seite weder vor dem 11. November 1918 noch vor der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags am 28. Juni 1919 einen solchen Volkskrieg ernsthaft in Betracht zogen. Und damit rückte eine andere Alternative, man könnte sagen die andere Alternative, in den Vordergrund, nämlich die Hoffnung der Deutschen auf einen Rechtsfrieden, der sich auf die Grundsätze des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und zumal auf seine 14 Punkte vom Januar 1918 gründen sollte. Von ihnen erwartete man, dass Wilson die viel weitergehenden Forderungen der Alliierten in London und vor allem in Paris würde eindämmen können. Diese deutsche Einschätzung war, das möchte ich betonen, keinesfalls unbegründet, weil als Ergebnis des deutsch-amerikanischen Notenwechsels seit Oktober 1918 die 14 Punkte Wilsons und weitere Reden des amerikanischen Präsidenten als Grundlage der Friedenskonferenz von allen Akteuren anerkannt wurden. Vor diesem Hintergrund erschien der Waffenstillstand als so etwas wie eine notwendige Konzession im November, dessen Bedingungen, so die deutsche Hoffnung, man im Rahmen echter Verhandlungen revidieren könne, indem man die offenkundigen Interessengegensätze zwischen London, Paris und Washington ausnutzen konnte. In dieser Logik glaubte man die Vorleistungen von den deutschen Oktoberreformen über die Abschaffung der autokratischen Militärmonarchie bis eben zur Annahme der Waffenstillstandsbedingungen letztlich für einen günstigen Friedensschluss einbringen zu können. Doch steckte genau in dieser Projektion, wie ich meine, eine mehrfache Fehleinschätzung der deutschen Politik. Die Konzentration auf einen Rechtsfrieden, einen glimpflichen Wilson-Frieden unter Verzicht auf größere Gebietsverluste und Reparationen verstärkte, gewollt oder ungewollt, den Eindruck, man habe den Krieg nicht militärisch verloren, könne sich also auf Klauseln berufen, die beide Seiten quasi vertraglich banden und auf einen Friedensvertrag hoffen, der keine Sieger und Verlierer kannte. Die deutsche Interpretation der 14 Punkte stilisierte den amerikanischen Präsidenten Wilson zu einer Hoffnungsfigur und überschätzte zugleich seine effektive Handlungsfreiheit, die sowohl innerhalb der Siegermächte als auch inneramerikanisch schon Ende 1918 keinesfalls unumschränkt war. Die deutsche Haltung unterschätzte zudem die Wirkung des Krieges auf die Gesellschaften der Alliierten, das vor allem in Frankreich dominierende Gefühl der erlittenen Verwundung und, das ist wichtig, der anhaltenden Verwundbarkeit durch einen letztlich weiter existierenden deutschen Nationalstaat. Meine Damen und Herren, die deutsche Position überschätzte aber auch die eigene Glaubwürdigkeit in den Augen der Alliierten und der Vereinigten Staaten. Weder war im November 1918 bei den Alliierten der Friedensschluss von Brest-Litovsk vom März 1918 vergessen, mit dem Deutschland den Weltkrieg im Osten Europas gewonnen hatte, ein eigener Diktatfrieden, noch sprach das Verhalten der militärischen Führung Deutschlands in den letzten Wochen des Krieges für die Durchsetzungsfähigkeit der neuen zivilen Reichsleitung. Während das Militär in Deutschland die Anstrengungen der zivilen Reichsleitung durch eigene Aktionen konterkarierte, denken wir nur an den Plan eines letzten Flottenvorstoßes, katalysierte der sich über 5 Wochen hinziehende Notenaustausch die Erosion des deutschen Kriegsstaates bis hin zur Ablösung der Monarchie, die am Ende als Hindernis auf dem Weg zum Frieden erschien und die Friedensbewegung von unten entscheidend politisierte.
Während viele Deutsche darauf setzten, dass die Vorleistungen von den Siegern gewürdigt werden würden, band diese Konstellation die Revolution vom 9. November 1918 und die aus ihr hervorgegangene Demokratische Republik, eben die Weimarer Republik, von vornherein an die Niederlage und an den Weg nach Compiègne und dann auch an den Weg nach Versailles. Das musste, meine Damen und Herren, diese Republik, diese neue Republik in dem Augenblick belasten, in dem der Charakter des Friedens unabwendbar wurde. Man könnte anders formulieren: Der November 1918 definierte die Fallhöhe für den Mai und den Juni 1919, also den Augenblick, als der Versailler Friedensvertrag Anfang Mai 1919 den Deutschen übergeben würde und dann schließlich im Augenblick der Unterzeichnung im Juni 1919. Und das bildete die, wie ich meine, entscheidende Voraussetzung für die Wahrnehmung der deutschen Revolution und der neuen Republik als etwas von außen aufgezwungenes, also eine Art Fremdkörper. Und es schuf den eigentlichen Nährboden für die Metapher des Dolchstoßes. Nicht das Verratsnarrativ dieser Dolchstoßlegende war neu, sondern seine enorme Wirkung, die eine Nachfrage, eben ein Deutungsvakuum voraussetzte. Zugleich fühlte sich die politische Führung, zumal die Mehrheitssozialdemokratie unter Ebert und Scheidemann, von der Drohung einer deutschen Oktoberrevolution nach dem Muster der russischen Bolschewiki herausgefordert. Das Ergebnis waren die frühen Kompromisse mit Militär, Bürokratie und Arbeitgebern und eine eigene Praxis antirevolutionärer Eindämmung, die das Terrain der Gegenrevolution bereitete und viele Linke bitter enttäuschte. Hier wurde exemplarisch die eigentümliche Dialektik der deutschen Revolution im November 1918 erkennbar. Sie spitzte den Konflikt zwischen dem Reformprogramm der Sozialdemokraten und den revolutionären Zielen der radikalen Linken zu. Dabei kam der Mehrheitssozialdemokratie zunächst noch eine sehr starke Position zu, aber zugleich agierten Ebert und Scheidemann auf einem schmalen Grat, der außen- wie innenpolitisch sehr begrenzt war. Und das verbindet, wenn man so will, Berlin mit Compiègne und Versailles. Denn Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann und die anderen Mitglieder der neuen republikanischen Regierung fanden sich schon bald mit den Ansprüchen der Siegermächte konfrontiert und in Deutschland bedrängt von der radikalen Linken und von nationalen Gruppen enttäuschten Nationalisten, verbitterten Monarchisten und demobilisierten Offizieren. Erschienen sie in den Augen dieser Gruppen als Verkörperung des Dolchstoßes, der Demütigung der Nation, so sahen die extremen Linken sie als Arbeiterverräter an, die der Gegenrevolution den Weg bereitet hätten. Der deutsche November 1918 spiegelte dramatisch also einen Zusammenhang wider, der, wie ich meine, seit 1917 immer deutlicher hervorgetreten war, nämlich die Verknüpfung zwischen der Friedenssuche und der Reform des politischen Systems Deutschlands. Das galt für die Friedensresolution des Reichstags im Sommer 1917 wie für die Hoffnung vieler Abgeordneter Anfang 1918 auf einen progressiven Friedensschluss in Osteuropa nach neuen Prinzipien. Und das wichtigste Prinzip, das in Brest-Litovsk am Anfang diskutiert wurde, war das der nationalen Selbstbestimmung. Dass der November 1918 in eine demokratische Republik mündete und die Oktoberreformen mit der Parlamentarisierung der Monarchie quasi revolutionär überholte, es dokumentierte eine aus Friedenssehnsucht und Legitimationsdefizit entstandene Krise der überkommenen Autorität der Monarchie. Und sie, damit möchte ich diesen ersten Punkt schließen, diese Krise erklärte den unhintergehbaren Zusammenhang der 72 Stunden zwischen dem 9. und dem 11. November, zwischen der Revolution und dem Waffenstillstand von Compiègne. Mein zweiter Punkt: Zaubertinte im Spiegelsaal. Und dann, was also war der Frieden? Was sich in Ernst Troeltschs Traumland nach politischen und sozialen Friedensvisionen anhören mochte, das beschrieb die Berliner Künstlerin Käthe Kollwitz am 6. Dezember 1918 in ihrem Tagebuch als ein dramatisches Nebeneinander von Krisensymptomen,
denen die Deutschen allenfalls mit jener Mentalität des Durchhaltens begegnen konnten, die man sich während des Krieges hatte angewöhnen müssen. Zitat: Überhaupt die fürchterliche Zerrissenheit jetzt. Nord- und Süddeutschland fällt auseinander, Westdeutschland löst sich los vom Ganzen und ist von der Entente besetzt. Im deutschen Österreich Hungersnot und Kälte, und bei uns droht dasselbe in 3 Monaten. Die Sozialdemokratie klafft in 3 Teile auseinander, die bürgerlichen Liberalen, die Konservativen verlangen die Nationalversammlung, die aber erst im Februar tagen soll. Bis dahin haben wir lang die Entente im Land. Frieden, erklärt die Entente, macht sie nur mit einer Nicht-Sowjetregierung, und Lebensmittel kriegen wir auch nicht vorher. Das Ganze ein einziges Chaos. Man lebt von Tag zu Tag, als wäre man noch in Sicherheit. Der Krieg hat die Menschen wohl gelehrt, mit solcher Wurstigkeit auch schrecklichen Ereignissen gegenüberzustehen. Nach 4 Jahren Krieg wird man auch im Frieden dickfällig. Zitat Ende. Ganz anders die Perspektive des jungen britischen Diplomaten Harold Nicholson, der im Januar 1919 in Paris zur größten Friedenskonferenz eintraf, die die Welt je gesehen hatte. Eine Konferenz, an der, rechnet man alle Experten, Diplomaten, Staatsmänner, Militärberater dazu, etwa 10.000 Menschen teilnahmen. Schon bald empfand Harold Nicholson die Größe der Stadt, die Theater, die Konzerte, die Museen, den Verkehr und nicht zuletzt ein hochnervöses Publikum als Hindernis für die notwendige Konzentration, die doch alle brauchten, um sich der Architektur des Friedens widmen zu können. Wir kamen, so schrieb er in seinem Tagebuch, wir kamen uns vor wie Chirurgen, die eine Operation mitten im Ballsaal vornehmen sollten, mit allen Tanten und Anverwandten des Patienten ringsherum. Mehr als 1.000 Menschen waren am 28. Juni 1919 zur Unterzeichnung des Versailler Vertrags im Spiegelsaal des Königsschlosses anwesend, der an diesem Tag in 3 Zonen aufgeteilt war. An einem Ende drängelten sich die Vertreter der internationalen Presse, die aus der Zeremonie einen globalen Medienmoment machen sollten. Am anderen saßen zum letzten Mal die internationalen Delegationen, und in der Mitte befand sich eine hufeisenförmige Tafel für die Repräsentanten der Entente und der Vereinigten Staaten, noch einmal die Hierarchie der Sieger vom November 1918 betonend. Genau in der Mitte nahm der französische Premierminister Georges Clemenceau als Gastgeber und Vorsitzender der Friedenskonferenz Platz. Und davor war, in den Worten von Harold Nicholson, dem britischen Diplomaten, Zitat, wie eine Guillotine, der Tisch platziert, an dem die Unterzeichnung vor sich gehen soll. Der Effekt der Menge erinnerte Nicholson an die Spannung des Publikums vor einem Konzert oder vor einer Zirkusvorstellung. Vom Protokollchef der Friedenskonferenz William Martin wurden Hermann Müller und Johannes Bell, die offiziellen Vertreter des Deutschen Reiches, schließlich zu ihren offiziellen Plätzen in einer Ecke des Saales geleitet, wo sie zwischen den Delegierten Japans und Uruguays Platz nahmen. Selbst dieser kurze Moment am Nachmittag des 28. Juni 1919 um 3 Uhr war bis an die Grenze des Absurden symbolisch aufgeladen. In seinen Erinnerungen berichtete Hermann Müller von französischen Zeitungsartikeln, die sich vor der Zeremonie in allen Details ausmalten, Zitat, die Unterschriften mit einem ganz besonderen Federhalter vollziehen zu lassen, den die elsass-lothringischen Verbände Frankreichs und der französischen Kolonien stiften sollen. Müller stellte seine Reaktion darauf als eine Art symbolischer Selbstbehauptung auf einen letzten Versuch der wahrgenommenen Demütigung Deutschlands vor den Augen der Welt dar. Denn er habe seinen eigenen Füllfederhalter mit nach Versailles gebracht, anders als Johannes Bell, der, Zitat, aus dem Hotel den billigsten 5-Pfennig-Federhalter mitnahm, den er in Zeitungspapier rollte, in seine Gehrocktasche steckte, und er zog ihn erst heraus, als wir aufgerufen wurden, und damit unterzeichnete er. Wie alle vorhergehenden direkten Treffen der Deutschen mit den Siegermächten war dieser Moment von der Nicht-Kommunikation geprägt. Die Konsequenz dieser Nicht-Kommunikation lag darin,
das den geringsten Details, den Symbolen, den Gerüchten eine enorme Bedeutung zugewiesen wurde. Müllers Bericht beleuchtete diese Eigendynamik, die in vielen französischen Zeitungen wiedergegeben wurde. So druckte eine Pariser Zeitung tatsächlich eine Zeichnung mit der Unterschrift, Zitat, das letzte gemeine Manöver der Bosch, Hermann Müller unterzeichnet mit Geheimtitel. Meine Damen und Herren, etwas Grundlegendes unterschied die Verhandlungen in Paris ab Januar 1919 von allen früheren Friedenskonferenzen und Friedensverträgen der neueren Geschichte, wie die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in Münster und Osnabrück 1648 oder nach dem Ende der Napoleonischen Kriege in Wien 1814-15. Am 28. Juni nämlich 1919 kam es im Spiegelsaal von Versailles zu einer Szene, die, wie ich meine, exemplarisch für die emotionale Aufladung der Friedensordnung durch moralische Implikationen der Schuld stand. Bevor man die deutsche Delegation in den Saal führte, wurden 5 in ihren Gesichtern schwerst verletzte französische Soldaten in die Nähe des Tisches platziert, an dem die beiden deutschen Politiker ohne jede Aussprache die Dokumente zu unterzeichnen hatten. Der französische Premier Clemenceau unterstrich diese Geste, indem er diesen Saint-Gueule-Cassé vor dem Eintritt der deutschen Delegation stumm die Hände schüttelte. Die beiden Deutschen, Johannes Bell und Müller, haben von dieser Szene nichts mitbekommen. Aber von dieser Bildpostkarte, die am 29. Juni angefertigt wurde, sollten innerhalb von 6 Wochen über 400.000 Stück verkauft werden. Auf diesen Bildpostkarten sollten die 5 Soldaten nach dem Friedensschluss zum Symbol der französischen Kriegsopfer werden. Ja, man könnte formulieren, sie gaben durch ihre entstellten Physiognomien dem Krieg erst recht ein Gesicht und erhöhten dadurch stellvertretend das Gewicht der Schuldfrage wie die Erwartungen an den Frieden. Und das gibt den Teilen des Versailler Vertrages, die wir alle kennen, die Strafbestimmungen gegen Wilhelm II., den Reparationen, aber auch anderen Details wie die Forderung nach der Erstattung eines Schädels des Sultans von Makana aus Ostafrika an die britische Mandatsmacht ihre besondere Qualität. Sie sind, wenn man so will, überprägt von diesem Diskurs um die deutsche Schuld. Der deutsche Soziologe Niklas Luhmann hat in seinen Arbeiten die grundlegende Bedeutung von personaler Interaktion als eine Kommunikation unter Anwesenden herausgearbeitet. Danach geht von dieser konkreten Interaktion eine eigene Sozialisierung aus. Die Erfahrung nämlich, an sozialen Gefügen teilzuhaben, bringt bestimmte Handlungskompetenzen hervor, die Distanz zur eigenen Rolle und die Fähigkeit, sich zumindest teilweise und zeitweise in die Position des Gegenübers einzufühlen. Diese Empathiefähigkeit vermag der sich gegenseitig verstärkenden Dynamik von Fremd- und Selbstbildern etwas entgegenzusetzen. Und genau der Mangel an dieser Empathie machte, wie ich meine, machte es in der historischen Situation der Friedenskonferenz unmöglich, die Spirale der sich gegenseitig verstärkenden, nach innen und außen hermetisch wirkenden Wahrnehmungen zu durchbrechen. Und genau das, meine Damen und Herren, verband das Frühjahr und den Sommer 1919 mit dem Sommer 1914. Meine dritte, wenn Sie so wollen, Station auf dieser Reise, Friedenspreise wieder. Gestempelt war der Frieden genau 2,5 Zentimeter hoch. Genauso groß waren die Buchstaben, mit denen der Ingenieur Nikolaus Andersen, der auf der Germania-Werft in Kiel arbeitete, das Wort in sein Tagebuch stempelte. Zitat: Sonnabend, 28. Juni 1919, immer noch stark bedeckt, sieht nach Regen aus, Temperatur mehr zur Milde neigend. In Paris wird um 3 Uhr endlich der Friede unterzeichnet. Spiegelte Andersens private Eintragung die Erleichterung vieler Deutscher nach den langen Wochen höchster Anspannung wider, strahlte bei anderen aus dem Kontrast zur bedrückend wirkenden Gegenwart der idealisierte August 1914 umso heller. Harry Graf Kessler vermerkte in seinem Tagebuch am 4. August 1919 aus Berlin, Zitat, heute vor 5 Jahren, nur 5 Jahre, und doch
ein Jahrhundert, das zwischen damals und heute liegt, eine Weltepoche. Ich entsinne mich, dass wir uns scheuten, in Uniform über die Straße zu gehen, wegen der Ovationen, die wir lächerlich fanden. Bald dominierte in Deutschland der nach innen gewandte Hass auf die angeblichen Verräter, der die deutsche Gesellschaft und die deutsche Politik spaltete und die politische Kultur der Weimarer Republik belastete. Die radikale Rechte machte aus dem Widerstand gegen die Bestimmungen des Friedensvertrags von Anfang an einen Kampf um die Ehre der Nation. Ihre Demütigung lastete man den Vertretern der Republik an, ob in Weimar beim Beschluss zur Annahme des Vertrags oder in Versailles bei der Unterzeichnung. Zahllose Publikationen und bildliche Darstellungen verunglimpften seit dem Juni 1919 die politische Führung der Republik als feige Erfüllungsgehilfen der Siegermächte. Im Entwurf einer, Zitat, Anerkennungsurkunde für die zwei Unterschreiber des Schandfriedens, Sie sehen das hier, entstanden im Juli 1919, waren die Verräter Müller und Bell, dicken Anführungszeichen natürlich, an ihrer rechten Hand an eine öffentliche Wand genagelt und wurden von einer wütenden Menschenmenge mit Steinen beworfen. Dass die Empörung über den Versailler Vertrag keine integrative Wirkung entfaltete, das erwies sich exemplarisch in den Debatten der Deutschen Nationalversammlung im Juli 1919. Nachdem Albrecht von Graefe als Sprecher der Deutschnationalen Volkspartei den Regierungsparteien, also der SPD, dem Zentrum und den Linksliberalen vorgeworfen hatte, das Reich seit 1917 systematisch in den Untergang getrieben zu haben, da reagierte Matthias Erzberger, der Führer des katholischen Zentrums, mit einer, wie ich meine, bemerkenswerten Rede. Militärführung und Regierung, so Erzberger, hätten sich bereits 1917 geweigert, die von der Reichstagsmehrheit geforderte Friedenspolitik umzusetzen, hätten stattdessen mit hohem Risiko auf einen Siegfrieden gesetzt und am Ende in einem dramatischen Barbonspiel alles verloren. Ich zitiere: Deutschland hatte ja 4 Jahre überhaupt keine politische Regierung, sondern eine Militärdiktatur. Das ist das Unglück des deutschen Volkes, dass es die Militärs allein herrschen und die Politik der ruhigen Vernunft und der sachlichen Erwägung nicht zu Worte kommen ließ. Das ist die tiefste Wurzel der gegenwärtigen Revolution, das ist ihr tiefster Untergrund. Daher, so Erzberger weiter, hätten in letzter Konsequenz diejenigen den Krieg verloren, Zitat, die den handgreiflichsten Möglichkeiten eines maßvollen Friedens immer wieder einen unvernünftigen, trotzigen, verbrecherischen Eigensinn entgegenstellten. Den jetzigen Frieden, so führte er aus, habe man akzeptieren müssen, weil, Zitat, sie, spricht sie an, sie den Frieden, als es noch Zeit war, zurückgewiesen und zu Boden gestampft haben, den Frieden des Ausgleichs, der die alten Gewalten des Reichs aufrechterhalten sollte, abgelehnt haben. Die Parteien der Regierung hätten durch den Waffenstillstand und den Versailler Vertrag daher für die Schuld der anderen gebüßt. Und noch einmal, Zitat, diese Schuld werden sie niemals los. Und wenn sie 100-mal ihre Hände durch ein Nein in Unschuld waschen. Die materiellen Bedingungen des Versailler Vertrags waren ohne Zweifel hart, aber sie stellten weder die territoriale Integrität des Deutschen Reiches von 1871 in Frage, noch zerstörten sie von vornherein bei allen Belastungen die ökonomische Potenz Deutschlands. Die maritimen Kolonien, sie hatten vor 1914 große symbolische Bedeutung für die weltpolitischen Ansprüche des Kaiserreichs besessen, aber ihre ökonomische Bedeutung war begrenzt gewesen. Mit der Abtretung Nordschleswigs an Dänemark und des Reichslands Elsaß-Lothringen an Frankreich, damit hatten die meisten Deutschen nach dem November 1918 ohnehin gerechnet. Viel schwerer wogen die an Polen verlorenen Territorien, die Besetzung des Rheinlands, die Lösung der Saarfrage, während die mehrheitlich deutsch bewohnten kleinen Kunststaaten unter Verwaltung des Völkerbundes in Danzig, im Nebelgebiet und an der Saar schon jetzt konfliktträchtige Provisorien darstellen. Aber in Osteuropa bot das Ende der drei Großreiche und die Entstehung vieler neuer Klein- und Mittelstaaten mit großen Minderheiten
die mittelfristige Chance, die deutsche Position durch eine entsprechende Wirtschafts- und Kulturpolitik auszubauen. Zumal sich erst erweisen müsste, ob aus dem Cordon sanitaire der ostmitteleuropäischen Staaten wirklich die von Paris erhoffte stabile französische Machtstellung erwachsen würde. Doch diese Chancen wurden seit dem Sommer 1919 in Deutschland zunächst kaum erkannt. Vorherrschend war in diesem Sommer ein ganz anderer Eindruck. Als Ernst Troeltsch im Juli 1919 diagnostizierte, dass, Zitat, das Traumland der Waffenstillstandsperiode, wo jeder sich ohne die Bedingungen und realen Schlussfolgerungen des bevorstehenden Friedens die Zukunft fantastisch, pessimistisch oder heroisch ausmalen konnte, nunmehr geschlossen sei, fiel seine außenpolitische Bilanz denkbar pessimistisch aus. Frankreich, so Troeltsch, wird der kontinentale Verwalter Englands sein. Der Völkerbund, der wie jeder Völkerbund einer beherrschenden Macht bedarf, ist das angelsächsische Weltregiment, das die beiden großen Nationen trotz scharfer Gegensätze doch durchführen werden. Damit aber ist das Ende der modernen Geschichte ähnlich dem der alten. Auch Rom war ein Völkerbund und unser Völkerbund wird die englische Weltherrschaft sein. Zunächst setzte im Januar 1920 für die neue Deutsche, die Weimarer Republik, eine außerordentlich krisenhafte Phase ein, innenpolitisch von den Hypotheken der Revolution bestimmt und gleichzeitig konfrontiert mit den ungelösten Problemen der Friedenskonferenz und des Versailler Vertrags. Zudem verschränkten sich diese beiden Ebenen immer wieder und verstärkten sich gegenseitig. Zur zweiten Runde im Ringen um die Nachkriegsordnung trug ganz entscheidend bei, dass die Sieger vom Sommer 1919 wie die Besiegten aus unterschiedlichen Motiven zunächst eine Revision des Vertrags anstrebten und damit den fragilen Charakter zahlreicher in Paris gefundener Kompromisse unterstrichen. Bereits am 8. Mai 1919 hatte Kurt Tucholsky in der Weltbühne geschrieben, Zitat, wir haben in Deutschland keine Revolution gehabt, aber wir haben eine Gegenrevolution. Und tatsächlich gewannen gegenrevolutionäre Kräfte nach dem Juni 1919 noch einmal ganz erheblich an Stärke, nachdem sie bereits durch den Einsatz von Freikorps die Übergangsphase nach dem 11. November, die Krise um die Jahreswende 1918-19 und im Frühjahr 1919 die Niederschlagung der Münchner Räterepublik bestimmt haben. Die Unterzeichnung des Versailler Vertrags verstärkte die Polemik gegen die Ergebnisse der Revolution und die Wirkung der Dolchstoßlegende, weil man alle verhassten Konsequenzen des 9. und 11. November 1918 wie des 28. Juni 1919 der Republik anlasten konnte. Das war die Grundlage für den Kapp-Putsch im März 1920 und letztlich auch für den Hitlerputsch im November 1923. Meine Damen und Herren, bereits Ende 1919 war John Maynard Keynes Buch The Economic Consequences of Peace erschienen, das nicht nur in Deutschland innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller avancierte und zu einer wirtschaftspolitischen Blaupause für die Kritik am Versailler Friedensvertrag wurde. Darin kritisierte Keynes, selbst Finanzspezialist und Mitglied der britischen Delegation in Paris, darin kritisierte Keynes mit einem britischen Blick auf Kontinentaleuropa die überzogenen Forderungen zumal Frankreichs gegenüber Deutschland und argumentierte, dass eine anglo-amerikanische Wirtschaftsvereinbarung notwendig gewesen wäre, doch die amerikanische Delegation sei letztlich ohne ein solches Konzept nach Paris gekommen. Neben die Reduzierung der Forderungen an Deutschland müsse zugleich, das war der Kernpunkt von Keynes, eine Verringerung der interalliierten Schulden treten, also Verringerung der Schulden von Paris und London gegenüber Washington und dafür die Hoffnung, dass Paris und London im Gegenzug die Reparationsforderungen gegenüber Deutschland zurückfahren konnten. Am Ende aber hatte die Regierung in Washington diese Vorschläge blockiert und auch das von Keynes geforderte internationale Kreditkonsortium, sozusagen die Hoffnung für einen Marshallplan, nicht erst 1946, sondern bereits 1918, ein Kreditkonsortium, das ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Dollar aufbringen sollte, kam nicht zustande. Und trotz aller Belastungen, meine Damen und Herren,
Als im Sommer 1923 der dilettantische Putsch Adolf Hitlers in München niedergeschlagen wurde, als die letzte Welle von Separatistenaufständen im Rheinland und in anderen Gebieten des Reiches und die kommunistischen Revolten in Mitteldeutschland und Hamburg ausliefen, da hatte die Weimarer Republik ihre bislang schwerste Krise überwunden. Mit der Ruhrbesetzung, mit der Inflation lief 1923 die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln aus. Und dieses Jahr 1923 bewies, dass es trotz mehrfacher Belastung keine per se völlig aussichtslose Situation gab. Kein Zweifel besteht daran, dass der Versailler Friedensvertrag und der lange Kampf um die Umsetzung seiner Bestimmungen eine massive Belastung für die Legitimität der Republik war, und ein moderater Friedensschluss hätte für die erste deutsche Demokratie auch eine ganz sicher bessere Ausgangsposition für die Krisenphase ab 1928 bedeutet. Aber Adolf Hitlers Machtergreifung allein mit dem Versailler Vertrag zu erklären, verzerrt das Bild. Wenn der Grund für das Scheitern der Weimarer Republik primär im Friedensschluss von Versailles gelegen hätte, dann, davon bin ich überzeugt, hätte die erste deutsche Demokratie das Jahr 1923 kaum überleben dürfen. Was 1923 mit den Krisen an der Ruhr, mit der Hyperinflation, mit dem Hitlerputsch von 1933 unterschied, das war vor allem das Fehlen einer mehrheitsfähigen Systemalternative, die weder auf der radikalen Linken noch auf der radikalen Rechten existierte. Die Angst vor einer am Ende doch noch erfolgten oder möglichen Besetzung des gesamten Reichsgebiets durch französische Truppen, diese Angst war auf der Seite der radikalen Rechte und der Reichswehr am Ende größer als die Bereitschaft, einen erneuten Putsch zu unternehmen. Nur die radikalen Gruppen um die frühe NSDAP waren zu diesem Risiko bereit, aber der Ausgang des 9. November 1923 in München unterstrich, dass es bislang eine Minderheitenposition war. Demgegenüber hatten die letzten Aufstandsversuche der radikalen Linken 1921 und 23 bewiesen, dass es keine Massenbasis mehr gab, die im Ruhrkampf 1920 noch Zehntausende mobilisiert hatte. Am Ende des Krisenjahres 1923 und nach einer fast ununterbrochenen inneren und äußeren Belagerung der Deutschen Republik seit dem 9. November 1918 erlebte der 16-jährige Sebastian Haffner den Berliner Weihnachtsmarkt. Die Menschen kauften wieder Dinge für wenige Pfennige, die vor kurzem noch Millionen und Milliarden gekostet hatten. Zitat aus seinem Tagebuch: Alles kostete 10 Pfennige und jeder kaufte Klappern, Marzipantiere und sonstiges kindisches Zeug, nur um sich zu beweisen, dass man überhaupt wieder etwas für 10 Pfennige kaufen konnte. Vielleicht aber auch, um das letzte Jahr und die ganzen letzten 10 Jahre zu vergessen und sich wieder wie ein Kind zu fühlen. Erst jetzt, 5 Jahre nach dem Ende des Weltkrieges, stellte sich bei Haffner, wie bei vielen Deutschen, ein Gefühl des Friedens ein, dem man bei allen Belastungen und Hypotheken vielleicht doch trauen konnte. Was für die Preise nach der Hyperinflation galt, das schien Sebastian Haffner wie ein Signum für die ganze Zeit. Zitat: An allen Ständen hängen jetzt Plakate, Friedenspreise wieder. Zum ersten Mal sah es wirklich nach Frieden aus. Mein 4. Punkt, der Preis des Friedens. Der Frieden von 1919 hatte einen hohen Preis, und dass viele der Politiker und Staatsmänner, die in Paris und an anderen Orten der Welt um den Frieden gerungen hatten, diesen Frieden nicht überlebten, nachdem sie den Krieg überlebt hatten, das gibt einen Eindruck von der persönlichen Erschöpfung, von der physischen Belastung und auch dem Hass, der aus den Friedensschlüssen erwuchs. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson starb an den Spätfolgen eines Schlaganfalls, als er auf einer groß angelegten Werbetour durch die Vereinigten Staaten die amerikanische Bevölkerung für den Versailler Vertrag und vor allem für die Völkerbundakte gewinnen wollte. Am Ende vergeblich. Ein Charismatiker, überzeugt von seiner Mission und ebenso kompromisslos gegenüber seinen Kritikern
wie gegenüber sich selbst und seinen Kräften. Was Hermann Müller und Johannes Bell, den beiden Vertretern Deutschlands, die den Friedensvertrag im Spiegelsaal von Versailles unterschrieben hatten, nach dem 28. Juni immer wieder angedroht worden war, das erlitt der bulgarische Ministerpräsident Alexander Stambolijski, der Führer des einflussreichen bulgarischen Bauernvolksbundes, ganz konkret. Nachdem er für sein Land den Friedensvertrag von Neuilly unterzeichnet hatte und sich öffentlich von der Idee distanzierte, alle Bulgaren in einem großbulgarischen Nationalstaat zu vereinen, da wurde er in den Augen nationalistischer Anhänger der inneren mazedonischen Organisation zum Verräter. Ein von ihnen im Juni 1923 unterstützter Staatsstreich gegen seine Regierung führte zu einer bürgerkriegsähnlichen Gewalt, bei der innerhalb von 3 Jahren über 25.000 Menschen in diesem relativ kleinen Land starben. Stambolijski selbst wurde von Mitgliedern nationalistischer Organisationen gefangen genommen, brutalst gefoltert und dann ermordet. Als erstes trennte man seine Hände ab, dann seinen Kopf und sandte alles in einer Keksdose in die Hauptstadt. Vielen deutschen Zeitgenossen erschienen die Erlebnisse von 1918-19 als ein traumatischer Bezugspunkt, der die eigene Biografie mit der Geschichte ihrer Nation auf dem Weg von Compiègne nach Versailles verknüpfte. Kurz vor seinem Tod bekannte Ulrich von Brockdorff-Rantzau, der deutsche Außenminister und Leiter der deutschen Friedensdelegation in Paris, was der Ausgang der Friedenskonferenz für ihn persönlich bedeutete. Zitat: Man hat mir alles zerschlagen. Ich bin ja schon in Versailles gestorben. Für den Feldmarschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg blieb der Herbst 1918 das negative Vexierbild zum 18. Januar 1871, den er als junger Adjutant im Spiegelsaal von Versailles erlebt hatte. Glaubt man den Erinnerungen seines Leibarztes Ferdinand Sauerbruch, dann spielten die letzten halbwachen Momente Hindenburgs vor seinem Tod wahlweise im Januar 1871 oder im November 1918. Einen hohen Preis zahlten diejenigen, die von den radikalen Rechten als Erfüllungspolitiker stigmatisiert wurden, die Deutschland angeblich den Siegern ausgeliefert hätten, ganz so, als ließe sich an ihnen die Schuld der Republik für Niederlage, Revolution und Friedensvertrag personalisieren. Als Matthias Erzberger am 26. August 1921 und Walter Rathenau ein Jahr später am 24. Juni 1922 Terrorattentaten zum Opfer fielen, da verlor die junge Weimarer Republik 2 ihrer prägenden, charismatischen Persönlichkeiten. Selbst der frühe Tod von Friedrich Ebert im Sommer 1925 und der von Gustav Stresemann am 3. Oktober 1929 waren wie ein Echo der Belastungen des Nachkriegs. Denn beide ignorierten körperliche Warnzeichen, weil sie glaubten, in den politischen Konflikten der Republik persönlich präsent bleiben zu müssen. Und diese Konflikte wiesen immer wieder auf 1918 und 1919 zurück. Friedrich Ebert war 1925 in einen Beleidigungsprozess verwickelt, in dem das Gericht die Aussage, er habe während des Januarstreiks 1918 Landesverrat begangen, als strafrechtlich zutreffend kennzeichnete. Um sich in der Öffentlichkeit gegen diesen Vorwurf zu verteidigen, verschob der Reichspräsident die Behandlung einer akuten Blinddarmentzündung, bis es zu spät war und er am 28. Februar 1925 während der Operation starb. Eine letzte Station im Waggon. Und damit komme ich, wenn Sie so wollen, nochmal zurück auf den 11. November 1918, den Ausgangspunkt dieser Reise nach Paris und Versailles. Ganz zu Anfang und ganz am Ende Eisenbahnen. Während auf einer Waldlichtung im französischen Compiègne auf einem abgeschotteten Nebengleis die Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit den deutschen Delegierten im Eisenbahnwaggon der Reihennummer 2419D der Compagnie Internationale des Wagons-Lits stattfanden, lief der Zugtransport von Menschen und Material an die Front weiter. Wurde weiter geschossen und starben bis in die letzten Minuten vor 11 Uhr am 11. November 1918 weiter Soldaten.
Der Krieg endete, wie er begonnen hatte, nämlich mit Eisenbahnen und in Eisenbahnen. Und steckte darin nicht eine unfreiwillige Symbolik dieser 52 Monate Krieg? Lokomotiven und Züge verkörperten die Aufbrüche des 19. Jahrhunderts, die Dynamik des technischen Fortschritts, der industriellen Massenproduktion, der Leistungsfähigkeit moderner Gesellschaften. Lokomotiven und Züge brachten Gesellschaften in Bewegung und sie erschlossen Räume. Eisenbahnen hatten den Krieg von Anfang an begleitet, denn neben Militär und Bürokratie verkörperten sie als Staatsunternehmen den ganzen Anspruch der modernen Welt und des modernen Staates auf Planbarkeit, Berechenbarkeit und Effizienz. Über die 1911 neu eingeweihte Hohenzollernbrücke in Köln waren vom 2. bis zum 18. August 1914 im Durchschnitt alle 3 Minuten Züge mit Soldaten und Material gerollt. Und auch alle Umbrüche seit 1917 waren ohne Eisenbahnen undenkbar. Die Reise Wladimir Iljitsch Lenins von Zürich nach Russland im Frühjahr 1917 erfolgte in einem von den Deutschen zur Verfügung gestellten verblombten Eisenbahnwagen. Die ersten Fotografien von ernsthaften Friedensverhandlungen in diesem Weltkrieg zeigten die Ankunft von Delegationen auf den Bahngleisen von Brest-Litowsk. Und während im November 1918 in den Waggons auf der Lichtung von Compiègne von der deutschen Delegation der Waffenstillstandsvertrag unterschrieben wurde, da fuhr der glänzende weiß-goldene Hofzug des letzten Hohenzollern-Kaisers unter lautstarken Protesten der Bevölkerung in Richtung seines Exils in Holland. Als Wilhelm II. Auf dem Bahnhof von Dresden auf die Weiterfahrt wartete, da schien er wie ein Kaiser, der aus der Zeit gefallen war, konfrontiert mit der plötzlichen Ortlosigkeit der Monarchie. Melancholisch erlebte der Schriftsteller Stefan Zweig im Frühjahr 1919 auf einem Schweizer Grenzbahnhof bei seiner Einreise nach Österreich den Übergang des letzten Habsburgers Karl ins Exil. Sein Salonzug mit den breiten schwarzen Waggons wirkte auf den Schriftsteller wie der Totenzug einer unwiderruflich vergangenen Ordnung. Und auch der Weg zu den Friedensverträgen blieb mit Eisenbahnen verbunden. Die Treffen der Waffenstillstandskommissionen Anfang 1919 zur Verlängerung des Waffenstillstands fanden in Eisenbahnwaggons auf dem Bahnhof von Trier statt. Und die Fahrt der deutschen Delegation nach Paris Ende April 1919 führte mit Bedacht und von den französischen Behörden bewusst verzögert durch das Frontgebiet, um den Deutschen die Verwüstungen des Krieges unmittelbar vorzuführen. Was in Versailles am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des Königsschlosses vollzogen wurde und was allenfalls in der Äußerlichkeit eines militärischen Ehrengeleits für die deutsche Delegation, in den Frecken der Diplomaten oder den Siegeln unter den Friedensverträgen noch die Sprache einer überkommenen Diplomatie andeutete, das blieb im Kern mit dem Eisenbahnwaggon auf der Lichtung von Compiègne am 11. November 1918 verbunden. Auf dieses Compiègne, auf den 11. November und die symbolische Aufladung von Ort, Raum und Datum rekurrierte man am Beginn des Zweiten Weltkriegs. Aus der Perspektive des Sommers 1940 erschien jenes Compiègne des November 1918 nur wie eine Etappe auf dem Weg in den nächsten Krieg. Dabei fielen im Juni 1940 nach dem triumphalen Sieg der deutschen Armeen über Frankreich die konkreten Waffenstillstandsvereinbarungen gegenüber Frankreich moderat aus. Aber in den symbolischen Formen der Unterzeichnung handelte es sich bis in die kleinsten Details um eine symbolische Revanche für den 11. November 1918. Als Adolf Hitler am 21. Juni 1940 auf der Waldlichtung von Compiègne ankam, da schritt er zuerst auf jenen Granitblock in der Mitte des Platzes zu, dessen Inschrift vom Zitat »frevlerischen Hochmut des Deutschen Reichs von 1871« gesprochen hatte. Nachdem er die Zerstörung dieses Gedenksteins und des Elsaß-Lothringen-Denkmals befohlen hatte, nahm er in dem Waggon, den man extra aus dem Museum von Compiègne herausgeholt hatte, nahm er in dem Waggon genau auf dem Stuhl Platz, auf dem im November 1918 Marschall Foch gesessen hatte. Fotografen hielten den Augenblick fest,
als Hitler diesen Waggon verließ. Für einen Moment war das die Körpersprache von Vergeltung und Genugtuung, eine Mischung aus Anspannung und Freudentanz vor dem Publikum der Welt, umgeben von einer Entourage und auf ihren Gesichtern der Ausdruck hilflos entwaffneter Bewunderung. So, als Ende an diesem Tag der Weltkrieg von 1914 ein zweites Mal, diesmal mit einem unzweifelhaften deutschen Sieg, wie ein nachgeholter Beweis wiederhergestellten Rechts. Dabei war der Moment, dieser Moment vom 21. Juni 1940, ein weit größeres Verhängnis, als es schon diese Hybris auf den ersten Blick nahelegte. Denn ab diesem Moment erschien Adolf Hitler den meisten Deutschen endgültig als eine Erlöserfigur, die den Schatten einer letztlich unverarbeiteten Niederlage und eines unverarbeiteten Friedensschlusses auslöschte. Die Berichte des deutschen Sicherheitsdienstes aus der zweiten Junihälfte 1940 berichteten von einer niemals zuvor beobachteten Einheit und Geschlossenheit der deutschen Bevölkerung. Der Nimbus des Außenseiters, der alle Bedenken seiner Generäle überwunden zu haben schien, verstärkte die Aura der Unbesiegbarkeit und ließ jenes Ansehenskapital entstehen, das Adolf Hitler ein Jahr später in Osteuropa am Beginn eines ganz anderen Krieges mit einer ganz anderen Radikalität zugrunde legte. Nimmt man, meine Damen und Herren, diese Bilder zum Ausgangspunkt, dann gerät man unwillkürlich in den Sog einer Kontinuitätserzählung, die die Gewalt von zwei Weltkriegen zusammenbindet und aus dem belasteten Nachkrieg eine Zwischenkriegszeit entstehen lässt. So, als enthielten die Jahre von 1918 bis 1923 bereits den Keim zur nächsten Katastrophe und zum nächsten Krieg. Genau aus dieser Wahrnehmung entstand die sogenannte Zwischenkriegszeit, die den August 1914, den Herbst 1918, den Januar 1933, den September 1939 und den Mai 1945 zusammenband. Diese Erzählung hatte, und ich glaube, sie hat noch immer etwas ungeheuer Entlastendes, zumal für uns Deutsche. Denn sie reduzierte und sie reduziert die Unübersichtlichkeit vieler möglicher Entwicklungen nach den Waffenstillständen von 1918 auf die eine eingetretene Entwicklung und bot damit eine ziemlich eingängige Erklärung an. Der Frieden schien lediglich wie eine zum Scheitern verurteilte Unterbrechung eines einzigen Gewaltkontinuums. Doch gegen diese suggestive Verknüpfung von 1918 und 1945 steht, wie ich meine, eine widersprüchliche Offenheit des historischen Moments. Man muss diese Offenheit bei aller Belastung aushalten, um den langen Übergang vom Krieg in den Frieden zu verstehen. Der überforderte Frieden zwischen 1918 und 1923, er war, das möchte ich unterstreichen, mehr als eine bloße Vorgeschichte zu 1933. Damit komme ich zu meinem Schluss. Das Ende des Weltkrieges und die Suche nach einem stabilen Frieden zwangen die Menschen, sich mit Vergangenheit und Zukunft auseinanderzusetzen. Dabei erfuhren sie schmerzlich, dass jeder Krieg eigentlich dreimal geführt wird. Einmal in der grausamen Realität vom Anfang bis zum Ende, vom ersten Toten bis zur Stille nach der Einstellung des Feuers. Dann ein zweites Mal auf dem Weg vom Waffenstillstand über den Beginn von Verhandlungen bis zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags. Dieser Weg ist verbunden mit den Fragen, wie Sieger und Besiegte nach der gegenseitigen Erfahrung von Gewalt und Zerstörung, von Hass und Trauer überhaupt wieder miteinander umgehen können. Wie sie über Opfer und Kosten, über Schuld und Schulden, über Territorien und Grenzen, über Auflagen und Garantien streiten. In dieser Phase, und das geschah 1919, in dieser Phase übersetzen sie die Erfahrung von Gewalt in Regelungen, Bedingungen, Zahlen, Grenzlinien, Schraffuren und Farben. Und schließlich wird ein Krieg ein drittes Mal nach dem formalen Frieden geführt, wenn die Soldaten heimkehren, wenn Gesellschaften beginnen, nach einer Sprache der Erinnerung und nach Formen des Gedächtnisses zu suchen, individuell und kollektiv. Wenn Menschen anfangen, die anhaltenden Konsequenzen des Krieges und des Friedens konkret zu begreifen,
Wenn Sie langsam und tastend die Ergebnisse des Friedens in Beziehung setzen zu den Opfern des Krieges und wenn Sie sich fragen, was der Krieg und der Frieden eigentlich bedeuten für sich selbst, für Ihre Familien, für Ihre Generation, Ihre Gesellschaft, Ihre Nation und Ihren Staat. Auch der Erste Weltkrieg wurde in diesem Sinne dreimal geführt und ich meine, dass für keinen Krieg der Neuzeit diese Trias so schmerzlich gilt wie für diesen Krieg, weil alle diese drei Prozesse ineinander verwoben waren und sich nicht chronologisch voneinander trennen ließen. Vielfach nämlich setzte sich die Gewalt auch nach dem formalen Ende des Krieges fort. Und bei der Suche nach dem Frieden blieb der Krieg sehr präsent. Viele Maßnahmen, mindestens bis 1923, wirkten häufig wie die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Weil sich die Suche nach den Kriegsursachen in den Willen übersetzte, eine Wiederholung dieser Gewaltexplosion unter allen Umständen zu verhindern, la guerre dernière, the war to end all wars, und weil aus dem Umbruch der alten Ordnungen viele neue Utopien hervorgingen, nicht allein Woodrow Wilsons Weltdemokratie und Lenins Weltrevolution, deshalb wurden Vergangenheit und Zukunft von den Zeitgenossen nach 1918 so eng aufeinander bezogen. Und deshalb bleibt dieser Krieg auch so verstörend lange über sein formales Ende hinaus präsent. In den Köpfen, in den Erinnerungen der unmittelbaren Zeitgenossen wie der nachfolgenden Generationen bis in unsere Gegenwart, in den Auseinandersetzungen um die Bedingungen des Friedens, in den Kämpfen um die Revision seiner Ergebnisse und in den kontroversen Deutungen von Krieg und Frieden bis hin zu den Begründungen von Schuld und Schulden. Auf diesen Krieg und seinen Frieden bezog man sich im 20. Jahrhundert immer wieder als positiven oder negativen Maßstab, und noch jetzt, noch im 21. Jahrhundert, arbeitet man sich an diesem Frieden ab, um in einer Welt Orientierung zu gewinnen, die wiederum zutiefst verunsichert scheint, weil vermeintliche Sicherheiten verloren gehen. Etwa in der Wahrnehmung, dass ein amerikanisches Jahrhundert, das 1917 mit dem Internationalismus von Woodrow Wilson begann, vielleicht jetzt zu Ende geht, unter dem Eindruck, dass das europäische Projekt, das selbst das Ergebnis zweier katastrophischer Weltkriegserfahrungen war, neuerdings von innen und außen bedroht sei, oder in der plötzlich notwendig gewordenen Begründung und Verteidigung demokratischer Institutionen. Die plötzlich dünn scheinende Firnis unserer eigenen Gegenwart, so könnte man formulieren, verbindet uns bis heute mit diesem Krieg und dem Frieden, der aus ihm hervorging. Sich mit diesem Frieden zu beschäftigen, bedeutet daher vor allem, das Frühere im Späteren zu erkennen und die sichtbaren wie die verborgenen Linien zu erklären, die unsere Gegenwart mit diesem Frieden verknüpfen. Die Zeitschichten der Vergangenheit ruhen jedenfalls viel dichter aufeinander, als es die gängige Selbstversicherung von 100 Jahren Abstand von 3 oder 4 Generationen nahelegt. Der Kampf um den Frieden entzieht sich dem Diktum der Vorvergangenheit, die gerade aus deutscher Perspektive immer wieder bemüht wird, um das Zeitalter der Extreme bis Mai 1945 zu kategorisieren. So, als seien 1914 oder 1918-19 nur Etappen auf dem Weg in die noch monströseren Katastrophen, als könne man den August 14 und den Mai 45 als zweiten 30-jährigen Krieg, als Epoche des dunklen Kontinents bündeln, als enthielte das Ende des Ersten Weltkriegs und der Vertrag von Versailles schon den Keim zum Zweiten Weltkrieg, oder als sei es ab 1933 nur noch so gekommen, wie es nach 1918 habe kommen müssen. Stattdessen, und damit möchte ich enden, muss man sich auf die nach 1918 schmerzlich empfundene Gleichzeitigkeit vieler möglicher Entwicklungen einlassen, und man darf sie nicht vorschnell auf die eine am Ende eingetretene Wirklichkeit der Geschichte reduzieren. Zur ganzen Geschichte gehören auch die vorstellbaren Wirklichkeiten der Zeitgenossen. Was die Geschichte von Krieg und Frieden im frühen 20. Jahrhundert vermittelt, das geht nicht in Handlungsanweisungen an die Politik oder wohlfeilen Analogien für eine Gegenwart auf, der angesichts der Unübersichtlichkeit der Welt die Orientierung abhanden kommt. Wir benötigen den Vergleich zwischen Zeiten und Räumen, aber nicht als ein Lernen aus der Vergangenheit,
das eine Wiederholung oder gar eine Wiederholbarkeit der Geschichte impliziert. Die Verantwortung für das individuelle, aber auch das politische Handeln kann man nicht an die Geschichte delegieren. Aber wer sich der Geschichte stellt und der anstrengenden Erkenntnis aussetzt, wie viele historische Zeiten in unserer Gegenwart aufgehoben sind, der wird, davon bin ich überzeugt, durch produktive Verfremdung mehr erkennen und nüchterner verstehen. Und in diesem Sinne kann Geschichtsschreibung so etwas wie ein Therapeutikum gegen zeitläufigen Alarmismus und Aktionismus sein. Die Kette der Weltaugenblicke zwischen 1918 und 1923, sie erinnert uns am Schluss daran, wie mühsam es ist, der Geschichte gerecht zu werden und sie angemessen zu erklären. Im Wissen um die Spannung zwischen universellen Erwartungen und je besonderen Konstellationen, eben im Wissen um die Multipolarität unserer Welt, im Bewusstsein für die Offenheit der Geschichte, ohne die Belastungen zu verschweigen, in der Wendung gegen eine Logik, die aus dem Blick auf die Konsequenzen den Zeitgenossen von einst ihre vergangene Zukunft nimmt und ihr Handeln an Kriterien misst, die sich erst aus dem Wissen nachfolgender Generationen ergeben, und in der einzigen Sicherheit, über die wir am Ende verfügen, dass nämlich jede historische Erklärung ihre eigene Vorläufigkeit enthält und dass zur Offenheit der Geschichte auch die Unabgeschlossenheit ihrer Erzählung gehört. Vielen Dank.